Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir ja uns an der Nase gekratzt und den coolen Bug da genutzt. Gut, für euch war es gestern, für mich ist es vor 10 Minuten oder so gewesen. Weshalb ich immer noch eine coole Sturmfrisur habe. Also, ja, Sturmfrisur ist übertrieben. Einen coolen Stiez auf jeden Fall. Weg damit. Aber ja, cool, die Spitzhacke kann ich auch wegpacken. So, jetzt werde ich allerdings erstmal versuchen. Oh, stimmt, wenn ich schon mal hier bin, kann ich gleich ein bisschen leveln. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Schon wieder, jetzt geht das wieder los. Weißt du, du brauchst ewig neue Spitzhacken, aber egal. Ich habe nämlich vor, jetzt halt die Monsterfalle fertig zu bauen, meine andere. Da muss ich halt nicht immer hier leveln. Ach, guck mal, da stehen sogar noch paar unten. Habe ich letztes Mal nicht tot gemacht oder what? Oder ist noch offen? Nee, offen kann ja nicht sein. Das wollen nicht, oder? Ist die offen? Ich weiß gar nicht. Ah, die kann doch nicht offen sein. Das täte mich jetzt sehr wundern, meine Güte, so auf die Fresse. Bam. Also ich werde gleich nochmal gucken. Aber hä, die kann doch nicht offen sein. Das geht doch nicht. Oder? Ich weiß nicht. Machen wir mal kurz diesen da. Ja, sie war zu. Eindeutig auf jeden Fall. Ja, hier sind doch schon ein paar gesammelt. Seht ihr, das ist halt schon mit zwei Ebenen recht effizient. Mit drei wird es natürlich dann auch besser. Ich habe ja jetzt halt drei bei der anderen. Obwohl ich halt glaube, wenn ich die aufmache, wirklich dann mal kurz auf Peaceful stellen will, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Oder ich mache halt voll einen auf, und so. Ziehe einfach gar nichts an, mache mich komplett nuggisch, pack alles aus dem Inventar und springe einfach rein, mache das auf und lass mich halt töten. Das ginge auch. Nur die Frage, wenn das nur Erde ist, dann geht das ja. Aber wenn da auch Steine sind, die ich wegmachen muss, nee, komm. Ich denke mal, dann werde ich kurz Pussy sein und auf Peaceful stellen. Das erlaube ich mir dann mal da. Ausnahmsweise aber auch nur. So, Tür auf. Und hereinspaziert die Herrschaften. Weil die Falle wirklich nicht so optimal ist. Aber wie gesagt, ich wollte sie halt damals so bauen. Und ja, dann wollte ich das auch nicht ändern. Weil ich dann schon so angefangen hatte. Einfach aus Prinzip dann. So, und viel ist bei der anderen Monsterfalle eigentlich auch gar nicht mehr zu tun. Also ich muss dann natürlich ein bisschen was ausheben, ist klar, ne? Na los, bis Level 20, sage ich, mache ich noch. Da war mal Level 20, komm. Können wir das mal, ne? Ja, nicht anschießen. Ich weiß, du bist ein ganz dolles, böses Skelett und bla und blub. Und hier ist eine Spinne unten, oder? Ist echt nur ein Skelett runtergefallen, das kann ich aber nicht glauben. Hallo, Spinnchen. Jetzt ist wirklich gar nichts runtergekommen. Aber wollte ich doch, habe ich extra das Limit auf 20 gesetzt, damit ich nicht länger warten muss. Na los. Okay, da hinten kommen gerade Creeper angeschwommen, sowas sehe ich zumindest. Würde ich so laut Karte sagen. Ach ja, ich habe ja alle meine Mods wieder. Hahaha. Ist das schön. Ist echt gar nichts runtergefallen. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Aber bis Level 20 mache ich jetzt noch. Das sah ich euch. Gucken wir mal kurz. Okay. Jetzt sind da bestimmt welche. Ja, oh, eine Spinne, immerhin. Immerhin kommen jetzt auch langsam mal die Spinnen runter, aber die sollen mir nicht treffen, ey, sind blöde Spinne. Jetzt im Ernst? Komm, da geht doch noch was. Da muss doch noch was gehen. Mehr! Gebt mir mehr! Oh, das ist doch nervig. Nicht mal bis Level 20. Hätten vielleicht noch zwei, drei Monster gefehlt. Na, egal. Vielleicht treffe ich die hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob hell oder dunkel draußen ist. Wahrscheinlich eher dunkel, weil es immer dunkel draußen ist. Irgendwie so. Na egal. Egal. So. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt da was Cooles im Nether gebastelt. Wenn ihr nicht wisst, was, dann guckt einfach mal die vorherige Folge. Die Folge 602 müsste das gewesen sein. Da habe ich was meiner Meinung nach ganz Cooles gemacht, ja. Was doch eher selten jemand macht. Ich weiß es natürlich nicht. Ich habe es nur wirklich nur mal in einem Video gesehen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ein gewisser YouTuber macht immer so über Dinge, die man in Minecraft noch nicht wusste. Und da war das auch dabei. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann nehme ich das mal mit und dann bastel ich das mal. Und ich denke halt, also sonst außer bei ihm habe ich das wirklich nirgendwo anders gesehen. Ich meine, er ist wahrscheinlich auch irgendwo her, aber trotzdem.
Und da habe ich das halt einfach mal gemacht und wirklich ist es eher selten nicht, dass jemand im Let's Play macht. Vielleicht machen das auch viele oder macht das jeder tagtäglich bei sich, kann ja sein. Ich aber nicht. Ich habe das gerade zum ersten Mal gemacht. Ja, es regnet und so weiter und so fort. Plätscher, plätscher. Jetzt konnte ich den Boden gar nicht richtig. Oh, ich hab irgendwie voll Angst, dass ich hier auf dem Boden ausrutsche. Muss ich ja ehrlich sagen. Es sieht schon so aus, ne? Ach, deshalb sprintet er nicht mehr, weil der Hunger hat. Fressack. Schlimm mit der Jugend heutzutage. Mit der Steve-Jugend. Ja, keine Ahnung. Damals, als es noch keinen Hunger gab. Ich weiß gar nicht, ist man damals. Doch, ich glaube, hungrig ist man immer geworden, oder? Obwohl, Quatsch, ist man gar nicht. Es gab ja gar nicht immer die Hungerleiste. Darauf wollte ich ja hinaus. Dass man sich mit Hunger nur das Leben wiedergeben konnte. Das Leben wiedergeben. Ansonsten gab es ja wirklich. Wow. Lecks ohne Ende. Ich schätze, das sind die Hühner. Um die werde ich mich gleich kümmern. Aber erstmal bringe ich hier Zeug aus dem Inventar weg. Alter, richtiges Standbild wegen der Hühner und in Verbindung mit Regen und Shader und so. Kann ich das verstehen, aber nicht gutheißen. Absolut nicht so. Dann bringen wir den ganzen Quatsch hier mal weg. Weg. Jo, passt. Steinziegel. So. Ach ja, wisst ihr, was ich wieder machen kann? Hahaha, es geht wieder. Hui. Ja, ist ja klar. Aber trotzdem, ich freue mich immer wieder, wenn Inventory Tricks funktioniert. Da ist nicht Netherzeugs, da ist Netherzeugs. Ich denke mal, ich denke, ich werde dann noch bei Sion Borüstungs Quatsch. Ach komm, dann packen wir es damit rein. Bei Dingsens werde ich dann, denke ich, noch. Ja, genau, da im Nether werde ich dann, denke ich, noch mit Dingsens bauen. Mit Netherziegel, das bietet sich ja eigentlich an. Könnte man machen, ja. Da muss ich mal gucken, dass ich da noch was Schönes bastel, aber das wird noch lange dauern. Ich bin hier erstmal noch gut beschäftigt. Ich wollte das wirklich erstmal nur machen, damit ich es nicht vergesse und so. Aber ich das cool finde. Einfach weil. Put! So, da habe ich auch mein Level 20. So schnell geht das. Na, bis wie viele Level werde ich kommen? Na, 25? 25 kommen. Nee. Nicht mal ganz 24, aber okay, ich dachte, es wäre noch mehr Hühnerquatsch gewesen. Aber nicht so schlimm. Mein XP-Kügelchen. Nicht so schlimm. Hat sich ein paar Eierchen gebildet. Ja, es hat sich Eierchen gebildet. Sehr schön. Dann müsste ich ja wieder 20 Minuten warten, ne? Oder ich verzauber dann einfach die Spitzhacke auf Level 23, könnte ich auch machen. Beziehungsweise ich sollte gleich noch ein bisschen was rankriegen. Ja, glänzende Tür und so. Aber ich hätte gern auch nicht mehr Regen. An sich mag ich Regen in Minecraft, vor allem mit dem Shader. Also an sich mag ich Regen schon, habe ich ja schon öfter erklärt, wenn ich drin hocke und sehe, wie es draußen prasselt, dann ist das geil, ist das gemütlich. Aber nicht, wenn die Frames drunter leiden. Ansonsten ist mir das ziemlich schnurzpiepe. Muss ich ja sagen. Rinnen damit und rinnen damit. Ja, okay, war lange nicht so viel, wie ich erst anfangs dachte, dann an Fress, da ist kein Wunder, dass es dann nicht so viel Level waren. Das heißt. So. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das jetzt genau mache bei dem. Es ist schwierig. Es ist schwierig, ist das. Ja, schlag mir die Tür vor der Nase zu. Das sollte man immer tun. Mann, ich brauche eine Spitzhacke. Ich glaube, habe ich noch. Ich glaube, ich habe. Warte, da habe ich doch bestimmt noch Sticks, oder? Meine schönen Diamanten, die ich gesammelt habe, gleich wieder alle weg. Hatte ja sogar im Nether welche gefunden zu. Hier sind keine Sticks drin, verdammt. Aha, muss ich neue bauen. Mann, oh. Hatte ich ja im Nether zufällig 4 Diamanten gefunden in den Küsten. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da in den Festungen ja Kisten gibt. Vielleicht mal ein Grund mehr ab und zu doch im Nether zu gucken. Mal gucken. So. Auf jeden Fall. Ach stimmt, ich muss ein paar Sticky Pistons bauen. 4 an der Zahl. Beziehungsweise ich habe sogar noch. Hab ich noch welche? Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche habe. Ich glaube, Sticky Pistons habe ich sogar noch ein paar. Aber erstmal holen wir uns mal wieder ein bisschen Dach. Genau, wir holen uns Dach. Ich weiß gar nicht, wie viele, also wie viel da jetzt wieder ausgewachsen ist und so, wie lange ich da jetzt schon wieder und so, ne? Und ihr wisst schon, ja, ja, genau, aber ja. Weiß Bescheid. Eindeutig. So, 3 Stacks Samen. Verdammt, ich brauche echt langsam hier eine neue Kiste. Ach, kommt schon langsam unten an. Alter, dadurch gehen die Frames jetzt noch mehr in den Keller. In Verbindung mit Regen, ja, nicht so optimal.
Na, warte mal, bis der Trichter so wenigstens ansatzweise gefüllt ist. Naja, okay, ansatzweise gefüllt. Ja. Da bist auf jeden Fall jetzt noch ein Schwung, richtig was dazukommt. Bis hier im Feld noch was ist. Und da, ne, da denke ich, dass es nicht so schnell geht, aber. Oh, sind wir ja schon. Obwohl, na, komm. Jetzt kann ich doch noch ein bisschen warten. es geht nur darum, wann ich ausmache. Mehr ist es gerade nicht. Wie viel haben wir schon in der Kiste? Ach komm, doch, jetzt können wir ausmachen. Da hat sich ja schon einiges gesammelt. Und den Rest sammeln wir halt einfach so auf. Tja, passiert dann. So, und nein, in eine gute Stube. Zack, 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 zack. Uiuiui. Da muss ich echt mal gucken, ob ich bis Folge 700 oder vielleicht in Folge 700 dann sogar was Cooles halt da hinten bastel. Aber das jetzt würde voraussetzen, dass ich hier dann erstmal so ansatzweise fertig bin. Denn hier werde ich, also ich werde, ich lege das jetzt mal fest so. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann revidieren werde. Aber ich lege jetzt einfach mal fest, ich werde hier nicht weggehen. Also was Neues anfangen zu bauen, bevor ich nicht wenigstens das Bauernhaus fertig habe. Weil ich ja schon bei dem anderen Gebiet das Haupthaus nicht fertig habe. Noch nicht, natürlich, versteht sich. Ich meine, gut, fertig an sich wird man sowieso, denke ich, nie in der Welt, außer man löscht die halt und so, aber es gibt ja immer irgendwas, was man tun kann oder will oder muss, außer man hat halt keinen Bock mehr aufs Spiel, absolut nicht mehr. Huch, ach doch, ich kann ja hier drauf sprinten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Lust an Minecraft so sehr verliere, dass ich nie wieder spielen würde. Zumindest bisher noch nicht. Irgendwann werde ich bestimmt die Lust verlieren. Und dann werde ich ein paar Jahre bestimmt nicht mehr zocken, dann denke ich mir so nach 3-4 Jahren, ach stimmt, Minecraft, da war doch was und ja. Oder vielleicht, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch voll die krassen Veränderungen in Minecraft. Wurde ja von Microsoft aufgekauft, ne? Ich bin mich jetzt aber auch nicht so, informiert. Und ehrlich gesagt ist mir das eigentlich vorerst sogar noch ziemlich egal. Solange sich halt für mich nicht allzu viel ändert. Solange ich noch momentan das gleiche Kack haben kann wie eh und je. Dann werde ich das auch nicht unbedingt verurteilen, dass Minecraft halt quasi verkauft wurde. Wenn es jetzt aber voll krass so irgendwie Einschränkungen gibt, wo man irgendwie voll was dazu oder was auch immer, keine Ahnung, wenn es halt kacke wird, dann meckere ich rum. Dann auf jeden Fall. Aber ja. Oh, guck mal, diesmal kann ich sogar genau 20 Blöcke bauen. War ganz genau, du. Nicht wahr? Jawohl. Gut. Aber erstmal sollte ich pennen gehen. Ich denke mal, es ist nämlich langsam dunkel draußen. Dann sollte auch der Regen aufhören. Oder es ist gerade wieder hell draußen. Ach, keine Ahnung. Es ist draußen Regen. Wetter. So, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Fertig. Ein paar mehr Level hätte ich halt gerne, aber das wird wohl jetzt so auf die Schnelle nix, denke ich. Oh, guck mal, es hat doch von selbst aufgehört zu regnen. Na, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Nicht wahr? Hier muss ich auch langsam mal ein paar Fackeln hinpacken, ne? Damit hier halt keine Viecher spawnen. Weil ja doch langsam das Dach zu wird. So ein bisschen zumindest. Die Wand könnte ich eigentlich dann komplett wegreißen, so dann, ne? Weil, ja, dann ist... ja, ne? Oder ich baue einfach irgendwie eine Tür rein. Okay, das ging auch. Ja, ich finde schon eine Möglichkeit. Okay, und hier finde ich auch eine Möglichkeit. Ich kletter einfach auf. Ich kletter einfach hinauf und dann kann ich einfach von hier oben bauen. Das macht es dann einfacher. Fünf, vier, drei, zwei, eins und zack, bumm. So. Ich frage mich halt nur, ob ich jetzt unten wirklich bei der Monsterfalle nochmal wirklich so einen Gang außen rum baue. So einen kompletten, weil dann brauche ich schon wieder alles mögliche an Materialien. Das wird auch seine Zeit dauern. Oder ob ich halt wirklich nur... ja, keine Ahnung, bei den Treppen irgendwas mache. Oder ob ich... das könnte ich natürlich auch machen. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Ich glaube, das sollte ich vielleicht sogar machen. Aber erstmal will ich die Spitzhacke auf... habe ich irgendwo Blöcke, mit die ich hinbasteln kann? Natürlich nicht. Doch, ich habe Fackeln. Dass ich wieder nur auf Level 24 komme. Den Trick kennt ihr mittlerweile schon, solltet ihr zumindest kennen. Habe ich ja schon mal erwähnt. Oh, da steht doch recht viel. Effizienz. Alter, geil. Also was für Level 24 ist das echt gut. Bis auf die Effizienz ist es halt genauso wie meine andere Spitzhacke, nur halt ein Effizient weniger. Ein Effizient weniger. Die ist besser als die. Fuck. Ja, dann machen wir das mal lieber so, ne? Oder? Die war doch. Das ist besser, krass. Dann nehmen wir die mit der Effizienz, die heben wir uns natürlich auf.
Dann machen wir es einfach so. Und jetzt wird es natürlich langsam Nacht, wo alles vorbei ist. Aber egal. Aber egal.